Oh. Ja, es stürmt der Regen weiter. So, ich war die ganze Zeit am Überlegen, ob ich einfach nur jetzt dann immer diese Challenges aufnehme und wir die Pokémon-Videos aufnehmen oder ob ich trotzdem weiterhin so Vlogging-mäßig immer mal, was wir den ganzen Tag so machen, zwischendurch aufnehmen und wir das wieder so zusammenschneiden, wie die Ankunft und alles. Ich habe gedacht, wir machen das trotzdem so ein bisschen Vlogging-mäßig auch. Bin gerade jetzt hier nämlich auf dem Balkon. Hannes hat gestern Abend bei sich im Schlafzimmer geschlafen. Wer hätte es gedacht, ist wohl nicht. Wir waren auf dem Sofa. Es war eine richtig bequeme Nacht, richtig herrlich. Wir haben die ganze Zeit die Balkontür aufgehabt bis hinter. Jetzt war ich mit Ismo kurz im Rewe um die Ecke. Wir haben kurz ein bisschen so was zum Frühstück gekauft eigentlich. Wasser nochmal gekauft und als wir wiederkamen, Hannes hat Rühreier gemacht gehabt. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Das heißt, es gibt heute Rührei zum Frühstück. Auch mit Knoblauch dran, allem wunderbar dabei. Sieht gut aus, ist eine kleine Portion. Und hier habe ich im Rewe gerade noch gefunden, da gab es an diesem Bäcker-Ding dieses Flammkuchen Baguette sozusagen. Ist eine gute Kombination, finde ich. Ich habe gerade mal abgebissen. Schmeckt richtig gut nach Flammkuchen. Dazu noch die Eierchen. Also sieht auf jeden Fall gut aus. Ismo ist auch am Essen hier. Hannes ist auch gekommen gerade. Hannes ist gekommen. Ja, zack. Servus. Okay, sieht gut aus. Läuft alles, läuft, läuft, läuft. Und hier haben wir vorhin auch angefangen, Videos zu schneiden noch nebenbei. Das muss auch immer laufen. Denn das Internet hier ist auch nicht so krass. Das heißt, wir mussten gestern über Nacht zwei Videos hochladen lassen, damit wir die heute überhaupt raushauen können. Mal gucken, was wir noch so machen. Wenn noch irgendwas Interessantes ist, zeigen wir euch das natürlich und haben hoffentlich noch ein paar coole Tage. Das Wetter ist auf jeden Fall Bombe. Gestern hat es zwar übelst geregnet, zwischendurch. Es gab so große Hagelkörner. Aber heute ist es genau andersrum. Jetzt fehlt nur noch Wasser, ein Brunnen, irgendwas zum Reintunken. Dann wäre es perfekt. Hier, die Nachbarn gegenüber haben da einen Teich, ne? Da würde ich mich auch reinlegen, zur Not. Ansonsten suchen wir uns bestimmt irgendwas und gehen nochmal baden die Tage. So, gib her, Mann. Junge, Junge, Junge. Jetzt fertig oder was? Du treibst doch nicht immer. Hat halt gar nichts gemacht. Alles gut. Der ist schon wieder total... Oh. Happy Crew! Oh, oh. Also eigentlich stehen wir jetzt nur hier und warten drauf, dass ein paar Mitspieler kommen, weil hier ein Regi-Rock-Raid aufgegangen ist. Und der Hannes gesagt hat, die haben da so eine heftige Raid-Gruppe. Und da kommen gleich drei Leute. Drei Leute. Guck mal, die Hamburger-Klingel. Hä? Das war kaputt. Kaputt. Du musst auch richtig draufdrücken. Weiß ich nicht. Ah! Noch eins bitte! Was? Nix! Was ist da? Ja, setzt jetzt. Du vielleicht mal deine Schnauze an oder was hier? So, wir sind jetzt immer noch hier mitten im Videodreh, ne? Mitten auf einer grünen Wiese. Ihr wisst, ich hasse Wald- und Wiesen-Locations, aber was will man? Der Ismo möchte das so. Deswegen machen wir das so. Und ich hab mal ein bisschen mich jetzt hier, ich sehe jetzt ein bisschen aus. D-Damn Bros! Habt ihr den gesehen? Der war gut. Taubsi! Nein! Ich glaube, die sieht man gar nicht, oder? So, wir sind jetzt gerade hier im Aldi und hier gibt's Lattenkracher, ja? Guck. Champions Lattenkracher. Nur vorübergehend für 1,99 Euro. Das sind irgendwie so komische Schaumstoffwaffeln. Also hier so, guckt. XL, ne? Zwei Lattenkracher. Alter, wieso ist denn meine Hand jetzt gelb? So fette Schaumstoffwaffeln. Einfach von da bis da. Zwei untereinander. Also müsste man eigentlich mal mitnehmen als Laserschwert. Oder als Challenge so zu essen, aber ich bin ja nicht so der süße Typ. Ja, so ist cool. Der Typ da auf die komische Insel. So, wir sind jetzt hier irgendwo an so einer Brücke. Ne? Hier drüben ist alles offen, da hinten geht's runter, da drüben geht's runter, aber da geht's auch runter. 500 Dosen Bier, da unten sind Leute. Da ist die Isar! Jetzt die Sonne kommt, auf geht's. Jetzt geht's Sonne kommt, das wird heftig. Eigentlich wollten wir da hinten jetzt auf diese Insel. Aber da auf dieser Insel ist auch schon so ein Typ.
Wir wollen jetzt eigentlich da noch ein bisschen was drehen für so ein Musikvideo, aber das wisst ihr ja nicht und das dürft ihr auch nicht sehen. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier runterkommen und melden uns vielleicht aus dem Wasser wieder. Ich kann nicht los, das kommt. Ja, weiter, wir brauchen Übergang. Nicht da. Guck mal, wir haben eine Mini-Drogerie gefunden. Deine 24 Stunden Mini-Drogerie. Fit, pflegende Afterlotion, Duschstars, alles mögliche. Hier hast du irgendwie Red Bull mit Kondom. Also, ja, oder hier hast du einen Energy-Drink mit Batterie. Das ist auf jeden Fall alles komplett wild zusammengewürfelt. OBs, alles mögliche. Übelst die Drogerie, hast du noch hier so Zeitschriften, alles. Da ist ein Eisautomat, da vorne ist der Hannes. Und eigentlich sind wir ja hier wegen den internationalen Bieren. Oh, hier gibt es auch Muffins, Kuchen, Snacks, alles mögliche, belegte Brötchen. Richtig genial. Chips und hier internationale Biers. Und der Ispo wollte ja 20 Stück gleich mitnehmen. Er kann ja 20 Sorten auswählen und dann passt das. Guckt euch das mal an hier. Eine ganze Wand. An der Reichenbacher Brücke hier, ganze Wand voll Biers. Und was das hier ist, das muss ich euch später nochmal erklären. Das ist auf jeden Fall richtig heftig, denn das gab es kostenlos für ein paar Kronkorken. So, Ismo und Hannes sind jetzt hinter mir, ne? Die sind hier an diesem komischen Bierladen, wo du jetzt so ganz viel Bier rausziehen kannst. Und die kommen alle hierher. Ob nah, ob fern, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, die gehen alle dahin, nehmen sich da einfach ein Bier, laufen dann weiter, sind komplett betrunken. München ist eine ganz andere Mentalität. Was ich jetzt gesehen habe, was ich richtig nice fand, wir waren jetzt unten an der Isar, beziehungsweise wir waren in der Isar. Wir sind ein bisschen nach Baden gegangen, haben ein bisschen für ein Musikvideo gedreht und da kamen zwei ältere Frauen vorbei und haben da Kronkorken gesammelt, ja. Die haben Kronkorken gesammelt und gemeint, junger Mann, haben Sie noch Kronkorken? Und die haben Kronkorken gesammelt, weil sie meinten, wenn ihr 10 Kronkorken habt, dann könnt ihr die umtauschen für ein Bier. Da gab es nämlich einen Wagen an der Isar, die standen da extra und haben sich dafür eingesetzt für die Umwelt. Was ich sehr genial finde, weil an der Isar alle sitzen und saufen, aber auch ein Wagen da stand, wenn du ein bisschen aufräumst da, wenn du die Kronkorken aufsammelst, hast du für 10 Kronkorken, die du aufgesammelt hast, dort abgegeben hast, konntest du dir dafür ein neues Bier holen. Jetzt hat der Ismo 10 gesammelt, ich habe 10 gesammelt, Hannes hat 10 gesammelt, die haben gesagt, es tut uns leid, wir haben nur noch alkoholfreies Bier da, war uns aber egal. Deswegen habe ich jetzt hier dieses Paulaner München Weißbier alkoholfrei mit 0,0. Merkt man ja, dass es alkoholfrei ist. Aber ich finde die Aktion dahinter, finde ich so genial. Die haben ja nichts davon, weißt du? Andere sagen so, wenn ihr 10-mal bei uns esst, dann dürft ihr beim 11. Mal ein Gericht gratis essen oder so. Aber die stehen einfach da, die kaufen Bier, stellen sich hin und sagen, wenn ihr hier aufräumt und bei uns den Müll abgebt, dann kriegt ihr Bier von uns weiterhin. Ohne dass die was davon haben, einfach nur so richtig eine gemeinnützige Sache. Finde ich richtig genial. Meinen vollsten Respekt auf jeden Fall dafür an der Isar in München, dass sie da stehen. Und wenn ihr Kronkorken aufsammelt, gibt's Bier. Sogar wenn ihr Zigarettenstummel aufsammelt, gibt's Bier für 10 Zigarettenstummel. Oder für 10 Kronkorken. Konntet ihr euch ein Getränk aussuchen? Richtig geniale Sache. Habe ich noch nie erlebt. Dankeschön dafür, München. Sehr coole Sache auf jeden Fall. So, ich stehe jetzt immer noch hier vom Aiinger Bier, hier gibt es sogar Essen und da ist mir aufgefallen, das Ding hat ja wirklich Tag und Nacht auf. Hier steht doch extra dabei, von 20 bis 4 Uhr Pizza Margarita oder diverse belegte Semmeln und so weiter. Guckt mal kurz auf die Essenskarte, was es da gibt. Guckt euch das mal an. Heiße Karte, Leberkässemmel, Bratwurst mit Semmel, Beefsteak, Landjäger, Riesbockwurst, Pizza, hier alles andere kann ich gar nicht mehr lesen, ungarische Paprikasalami. Big Pork, Ripsteak, Honey Barbecue und Baguette. Also das sind Sachen, die habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Hat, steht auch hier, unser Kiosk an der Reichenbachbrücke. Der coolste Tag- und Nacht-Kiosk der Stadt. Das ist wohl wirklich 24 Stunden lang auf. Hier habt ihr nochmal, könnt ihr natürlich auch rauchen, ne? Wenn ihr das braucht, hier habt ihr Karten. Hier habt ihr nochmal so einen Schrank, wo nochmal lauter Biers ausgestellt sehen. Guckt euch das an, das ist auf jeden Fall heftig. Und nachher muss ich euch noch eine Geschichte erzählen. Wenn wir noch so einen komischen City-Roller finden,
muss ich euch so ein... Da steht schon einer, das kann ich euch gleich erklären, Moment. Wir sind heute nämlich durch die Stadt gelaufen und haben... Hier ist immer noch so ein Schrank. Hier, noch so ein Schrank. Nochmal. Bier. Aber guckt euch diese Roller an. Das finde ich auch so genial. Diese Roller gibt es überall in der ganzen Stadt. Iswo hat mir das erklärt, das gibt es in Stuttgart auch so ähnlich. Das ist ein Roller, da kannst du dich vorher bei einer App anmelden, registrieren. Und dann kannst du mit deinem Zugang das abscannen und kriegst Zugriff darauf, dass du den benutzen kannst. Dann kannst du den, wenn du einen Roller siehst, gehst du einfach hin, nimmst dir den und kannst damit durch die Stadt fahren. Das sieht man hier überall, ne? Zack, guck da. War schon wieder Rollerfahrer. Die fahren hier überall damit rum mit dem Roller und dann bezahlst du halt pro Kilometer, den du fährst oder so, bezahlst du nochmal, wird dann abgerechnet. Hast aber immer ein frei fahrbares Objekt, was hier einfach so rumsteht, du einfach nehmen kannst, leasen kannst sozusagen. Du gehst einfach hin, schnappst dir den und dann fährst du einfach, wie du möchtest. Und wenn du dann fertig bist und keinen Bock mehr hast oder angekommen bist, stellst du den einfach ab und lässt den einfach da stehen, wo der ist. Und der Nächste kommt vielleicht, sieht, ach, da steht so ein Roller. Jetzt habe ich aber Bock, Roller zu fahren. Dann gehen die da drauf und fahren damit einfach weiter. Die melden sich dann an, die scannen das ab oder so. Wir sind so weit gefahren durch die ganze Stadt, überall. Und in der ganzen Stadt verteilt, überall stehen solche Roller rum. Das finde ich, irgendwie weiß ich nicht. Für mich ist das unvorstellbar. Unvorstellbar, aber gut, unsere Stadt ist auch klein. Da braucht man sowas ja auch nicht, aber hier, ganze Stadt voller Roller, gehst du hin, schnappst du dir, setzt dich drauf, fährst los, zack, und wenn du keinen Bock mehr hast, zack, ins Gebüsch, der Nächste kommt, ach, im Gebüsch liegt ein Roller, nehme ich mir, fahre ich weiter, bezahle ich halt meine 10 Kilometer, wie ein Taxi, nur dass du selber direkt drauf zugreifst und dir den an jeder Ecke mitsnacken kannst. Richtig geile Aktion auf jeden Fall, deswegen, ich weiß nicht, was die heute noch vorhaben. Wir müssen jetzt erstmal die 20 Biersorten abholen. Die wollen wir dann alle noch testen, glaube ich. Was das werden soll vor allem 20 Biersorten. Ich glaube, das müssen wir an einem extra Tag machen. Und das schon wieder überall, guck, hier. Roller! Überall, wo das Auge hinreicht. Roller hier, Roller da. Komplett begeistert hier. Taubsi! Ach Mann!